Das ist die Dancing Stars Jurywertung nach den ersten beiden Shows. Auf dem ersten Platz liegen Silvia und Danilo mit 10 Punkten. Auf dem letzten sind es Christian und Roswitha mit 2 Punkten. Aber für Ihre Anrufe und SMS von zu Hause kommen ja noch 1 bis 10 Punkte dazu. Wer liegt dann wirklich auf dem letzten Platz und muss gleich als erstes die Show verlassen? Das erfahren wir jetzt bei Dancing Stars, die Entscheidung. Willkommen bei Dancing Stars, die Entscheidung. Und ich sag's Ihnen, wie es ist, ich bin wirklich aufgeregt. Denn heute Abend findet sie statt, die allererste Entscheidung in dieser Staffel. Und so enttäuschend es auch ist, in wenigen Augenblicken müssen wir zum ersten Tanzpaar sagen, schön, dass ihr mit dabei wart, aber danke, das war's. Sie zu Hause haben hoffentlich alles gegeben und dafür gemacht, dass Ihre Lieblingspaare in der Show bleiben. Jetzt nützt es allerdings nichts mehr, denn das Voting ist inzwischen beendet. In diesem Moment werden alle Anrufe und SMS seit dem letzten Freitag mit den Jurypunkten kombiniert. Und das Ganze passiert natürlich unter Aufsicht eines Notars. Das ist diesmal Herr Dr. Rainer Dürr. Und der bürgt dafür, dass wir ein korrektes Ergebnis erhalten. Und ich möchte jetzt noch einmal etwas anmerken. Alle 10 Promis, die sich bei uns bei Dancing Stars gemeldet haben, verlassen ihre Komfortzone und begeben sich auf ein sehr glattes und komplett ungewohntes Terrain. Und dafür, das Ganze vom Riesenpublikum, dafür haben sie einen Riesenapplaus verdient. Aber am besten, liebe Tanzpaare, schaut ihr euch jetzt selbst nochmal an, mit welchen tollen Tänzen ihr uns heute Abend begeistert habt. Yeah.
Genießt alle noch einmal diesen Applaus. Ja, heute gehen zu müssen, ist sogar doppelt so bitter, denn nächste Woche wartet eine ganz besondere Sendung. Wir feiern ja musikalisch das heurige Jubiläum von 50 Jahre Austropop. Da war sogar ich noch jung. Na, das heißt, nächsten Freitag tanzen unsere Paare Samba, Jive und Co. zu Austropop-Klassikern wie Fürstenfeld oder A Glocken. Aber für ein Paar läutet heute schon die Glocken, beziehungsweise ertönt der Schlussgang. Und das haben Sie zu Hause gemeinsam mit der Jury entschieden. Das Ergebnis steht inzwischen fest. Und das Ergebnis wird uns nicht wie bisher in einem Kuvert übermittelt, denn unser Notar muss auch Sicherheitsabstand halten. Stattdessen bekommen die Christina und ich die Namen der Paare, die weiterkommen, nächsten Freitag wieder hier antreten, ins Ohr geflüstert. Ja, das heißt, der Klaus und ich werden jetzt die neuen Tanzpaare nennen, die auch nächste Woche noch mit dabei sind. Und die Reihenfolge dieser Nennungen, die ist rein zufällig. Ich höre von der Regie, wir sind bereit. Und wenn dann alle weg sind, nur das Paar, das am Schluss hier steht, hat dann in Summe von Jury und Publikum die wenigsten Punkte bekommen. Aber jetzt geht's los. Genau. Der Herzschlag ist bei uns allen hoch. Wir fangen an. Das erste Paar, das nächsten Freitag wieder hier auf dem Dancing Stars Parkett antreten darf, sind Markus und Alexandra. Welches Paar wollen Jury und Publikum nächsten Freitag ebenfalls wieder hier tanzen sehen? Es sind Editha und Florian. Auch für das nächste Paar haben sich die Anstrengungen der letzten Wochen ausgezahlt. Nächsten Freitag ebenfalls wieder dabei sind Cäsar und Conny. Der schönste Tanzkurs der Welt geht auch nächste Woche hier wieder weiter. Und zwar für folgendes Paar. Es werden sein Silvia und Danilo. Welches weitere Paar beginnt schon morgen wieder mit dem Training für den nächsten Tanz? Zu einem Austropop-Song. Es sind Michi und Vadim. Fünf Paare sind schon weiter. Fünf Paare warten aber noch auf die erlösenden Worte. Sagt es ruhig, wenn es euch zu schnell geht, gell? Wir machen weiter. Ebenfalls in der nächsten Runde sind
Norbert und Katharina. Vier Paare, die alle viel Einsatz gezeigt haben, zittern noch, ob sich das ganze Training ausgezahlt hat. Eines davon erlöse ich jetzt. Nächsten Freitag wieder dabei sind Andi und Wessela. Drei Paare zittern da oben noch ums Weiterkommen. Wer darf nächsten Freitag ebenfalls hier antreten? Mit einem neuen Tanz. Es sind Tamara und Dimitar. Da waren es nur noch zwei. Auf der einen Seite Christian und Roswitha und Natalia und Stefan. Bitte kommt herunter, haltet den Abstand ein. Als erstes Paar Christian und Roswitha. Christian und Roswitha und Natalia und Stefan. Ein Paar muss heute leider gehen. Die Entscheidung steht fest, aber ich möchte zunächst noch die Jury um einen Kommentar bitten. Welches dieser beiden Paare wünscht ihr euch denn in der nächsten Show? Dirk. Ich würde sagen, ich würde mir die Natalia in der nächsten Show wünschen. Karina, du schaust unschlüssig. Welches Paar würdest du gerne am nächsten Freitag sehen? Wem würdest du den Vorzug geben? Es ist wirklich sehr schwer zu sagen, weil der Christian hat sich enorm verbessert und der Sprung der Verbesserung war eine größere, als zum Beispiel die Natalia hingelegt hat von den beiden Shows. Aber wenn man jetzt rein das Tänzerische beurteilt, ist die Natalia natürlich eine bessere Tänzerin. Und ich weiß es leider, dass wem ich das am meisten wünsche, zu bleiben, der muss dann gehen. Aber ich wünsche auch, dass die Natalia bleibt. Und Bolasch, wem wünschst du das Weiterkommen? Für mich war bei Natalia das rundherum ein bisschen zu viel. Und ein bisschen zu laut. Ich hätte mir mehr Tanzen, reines Tanzen gewünscht, habe ich nicht gekriegt. Daher bin ich eher für Christian. Danke für den letzten Kommentar der Jury. Es waren schöne Worte, auch aufgeteilt auf zwei Paare. Es gefällt mir sehr gut, Balasch, für Christian. Er freut sich natürlich. Aber ihr habt nichts mehr zu entscheiden. Es ist entschieden. Und wir sagen euch jetzt, für wen die Reise weitergeht. Weiterhin bei Dancing Stars 2020 mit dabei sind
sagt's einfach. Natalia und Stefan. Christian, Rosi, du warst ja schon ein paar Mal da. Willst du, du hast dich wirklich zusammengerissen, du hast wirklich geübt. Grisse Mann hat ein bisschen recht gehabt. Ich wünsche euch alles Gute für euer Kabarettprogramm. Vielleicht hast du noch letzte Worte, eine Botschaft, die du allen mitgeben möchtest. Das Votum ist ein gerechtes. Ich bedanke mich sehr herzlich bei der lieben Roswitha. Es war eine sehr anstrengende Arbeit für dich. Es hat sehr viel Freude gemacht. Es hat mich sehr begeistert, dass die Tänzer und Tänzerinnen und Kandidaten und Kandidatinnen, obwohl es ein Wettbewerb ist vor sehr vielen Menschen, sehr liebenswürdig miteinander umgegangen sind. Das ist eine schöne und eine charmante Unterhaltungssendung und ich wünsche euch noch viel Freude damit. Dankeschön. Dankeschön. Applaus für Christian und Rosi. Dankeschön, dass ihr Teil dieser Sendung wart, Christian und Roswitha. Ja, damit sind es nur mehr 9 Tanzpaare und für die können Sie ab sofort wieder anrufen und sie unterstützen. Am nächsten Freitag geht's wieder weiter. Wir sehen uns wieder. Bis dann. Bei Dancing Stars.